Hey, willkommen zurück zu Let's Play Hyrule Warriors der Verheerung. Heute werden wir Aufträge machen und nächste Woche nochmal Aufträge und nochmal Aufträge, denn ich habe viel zu tun. So, ich würde sagen, wir legen mal direkt los mit in der Wüste, denn wir brauchen Rubine. Oh, vielleicht kann ich sogar verkaufen. Ich muss schauen, hier ist ein Laden. Verkaufen. Denn ich habe schon wieder viele Edelsteine. Ja. Ich hoffe, ich brauche sie nicht. Aber ich brauche immer noch 4500, also weg damit. So, mal schauen. Den Diamant verkaufe ich eigentlich ungern, aber okay. Gibt es sonst nichts, was ich verkaufen kann? Doch, hier antike Sachen noch. Ich habe weniger Materialien als im BioTV und das ist echt bei dem Game. Bisschen unnormaler. Ich kann vorstellen, das ist eigentlich auch nicht so wichtig jetzt hier. Und habe schon die 4500. Nice, dann kann ich da jetzt die erste große Feenquest starten. Eine großartige Sache. Nun ist die Prüfung der großen Feen. Da. Und ich kriege doch noch das Rubine zurück. Ja, gelohnt. Ja, jetzt haben wir drei Quests und die werden wir heute machen. Oder vielleicht schon nicht alle. Mal schauen. Einfach mal erstmal mit der hier an. Große Fee, Tiefschnee. Mal schauen, was wir hier finden. Wahrscheinlich eine große Fee. Also, let's go. Also, los. Welch unhöfliche Gesellen, könnt ihr sie nicht für mich loswerden? Achso, seid lieb. Was? Und du hast... Oh, die hat Monster als... Als ob. Aber okay. Vielleicht war die große Fee damals einfach nicht so lieb. Hat keinen Sinn, aber ja. Überlasst es uns. Nein. Denn... Ich weiß nicht, ob ihr das wirklich so schafft. Der Eisproblem, also muss ich mir noch gar nicht besiegen. Alles klar. Nicht so schlimm, ich besiege trotzdem einfach mal alles. Wo ich den Blitz finden kann. Beim Feuerstab geht es halt sehr easy. Weil ich mich beeilen muss, ich gerade. Mach das mal. So. Blaumoblins wurden gefunden, aber viele. Oder ist nur einer da? Oh je. Bin schon gespannt. Ob es so einfach wird. Ich denke gerade noch, aber. Ja, hier. Der muss halt aufgestanden bleiben. Mit so vielen Monstern ist es nicht so einfach. Deswegen wollte ich lieber mal rein. Bevor ich hier noch was schief geht. Nice. So, dann mal los. Noch drei muss ich besiegen. Da haben wir einen. Ich halte mich noch kurz voll, damit ich. Ach, ich dulli. Muss ich natürlich benutzen. So. Die dritte habe ich. Den dritten habe ich. Oder der Holz für der Axt. Ich habe noch nicht gesehen, dass es die Waffe auf dem Game hier gibt. So kann ich. Schon was abwehren. Okay, das kann ich glaube ich nicht abwehren. Deswegen nutze ich da mal lieber Stasis. Alles klar. So, noch einer und der befindet sich dort unten. Wieder weiß er nämlich gerne mit, denn die droppen immer wichtige Sachen. Die ich immer farmen muss sonst. Darauf habe ich keinen Bock.
Dich hole ich immer weg, denn du verlierst die Ulti. Ich dachte, das Arm liegt daneben, aber das ist seine Waffe. Alles klar. Die Schatztruhen wurden entdeckt. Ach, er wollte Schatztruhen. Oh, jetzt sag ich nicht ganz, was hier die ganze Zeit da lagen. Ah, lol, auf einmal sind sie alle hier. Das andere bin ich gesammelt. 10.000 habe ich. Gerne, aber. Ich bin da. Cäsar. Oh. Oh, Bombe. Na, mal schnell. Besiege Cäsar. Warum auch immer ich jetzt große Fee besiegen muss. Aber okay. Sind die irgendwie kleiner, die Feen geworden? Weit Feuer. Ja, das merke ich, weil du hier im kalten Gebiet hier wohnst. Ich wollte erst Ödrenz sagen, aber das macht auch keinen Sinn. Oh je. So, verschafft werde ich sogar alle Feen. Das wäre ganz cool. Oh, geil. Ja, die Feen sind relativ stark, muss ich sagen. Also, wie ich sie in Erinnerung habe. Große Feen, Tiefschnee. Nice. Perfekt. Oh. Ah, schon meine. Was? Waffen wollte ich schon mal rüsten. Muss ich auch langsam mal machen. Und man kriegt Feen dafür. Nice. Hat geschafft. Jetzt. Können wir das hier machen? Die Weisheit. Prüfung der Monster. Stimmt. Prüfung von Mieski Yoshi wird frei verfügbar in. Wenn ich auch die anderen zwei mache. Ah, nee. Ich muss noch eins machen. Da habe ich es schon. Aber wo ist denn die letzte Prüfung von? Da. Miss Kirsch, ja. Drei Hinox und drei Leute muss ich noch killen. Wie habe ich denn bisher schon gekillt? Ah, da. Material. Noch ein Hinox und noch ein Leunen. Ich glaube, hier gibt es das, oder? Ein Hinox gibt es auf jeden Fall. Dann machen wir das mal. Level 30 muss er mindestens sein, damit man es schafft. Ich bin dabei. Warum auch nicht? Dann schaut Obosa rein. Oh, lol. Oh. So meine, also was eine Mission hier gibt. Hier gibt's. Das wusste ich gar nicht mehr. Also ein bisschen blind ist in dem Game auf jeden Fall noch drin. Also macht gut Schaden. Muss ich echt sagen. So Bomben. Die sind auch echt stark, muss ich sagen. Wo auch direkt die Luft kommt. Ah, schade. Aber aufsteigen. Warum mit B eigentlich? Schon A ist Ulti und X. Das ist X. Ah, stimmt, Smash. Also der super Angriff. Oh, wo Smash? Vielleicht kommen ja die Recken irgendwann mal in Dings rein. In Smash Bros. Also vielleicht nicht in Ultimate, aber vielleicht ins, in neues Smash Bros. Dann in ein paar Jahren. Eigentlich auch ganz cool. Aber wie ist es um? Ich meine, man kann nicht einfach alle vier Recken reinbringen, wenn dann nur eine. Oder warte mal, man könnte vielleicht. Oh, ich habe Zeitlimit? Oh Gott. Dann schnell und großer. Alles klar, so kann ich immerhin ganz gut Schaden machen. Komm, schnell, bevor er angrifft. Oh, no. Hab ihn. Jetzt kann man schon der Hinox, als ob ihn einfach so schlagen kann.
Oh, der Luftschreck mit den Teilkisten. Das ist gut, denn es macht viel Schaden. Und ich kann es mal rein, ulten direkt. Das ist auch sehr gut. Ah, Stasis. Stop. Nice. Nice, perfekt, das wollte ich haben. Nee, doch nicht. Okay. Ich weiß gar nicht, dass ein Auge so leuchtet. Der Stasis. Wie ich den Oberkörper immer rumwackelt dann. Und dann wackelt seine Wampe noch rum. Und dann sehen wir eine neue Animation. Doch nicht, okay. Doch! Als ob es eine extra Animation für Urbosa für den Dings gibt. Für die Noxe. Ich weiß nicht, gibt es bei anderen auch bei anderen Charakteren? Habe ich es noch nicht gesehen. Aber sowas mag ich. Und die sah auch ziemlich schmerzhaft aus. Erstmal das Schwert im Auge drin halten. Und dann mit Blitze ins Gehirn reinleiten. Ich stelle es mir ein bisschen einfach nicht vor. Das war die einfache Arena. Alles klar. Mit über 10.000 Rubine. Und erledigt. Dann würde ich sagen, wo machen wir die Feen doch von anders? Ja. Dann machen wir halt eben eine Fee pro Part. Denn ich plane 3 Parts und es gibt nur 3 Feenquests zur Zeit. Dann stelle ich die letzte. Der Boss. Den schätze ich mal irgendwie so. Okay, mal schauen. Nur noch eine Leunenurkunde. Gibt es irgendeine Quest, wo man Leunen braucht? So, man Leunen kämpfen kann. Keine neue. Das ist sehr schade. Und auch sehr komisch. Aber okay. Ah, das ist doch eine große Feder. Machen wir die nicht. Dann machen wir um Haaresbreite Mittel. Da darf man keinen Schaden bekommen. Man soll am besten Level. Ach, was. Egal. Wir stärken einfach kurz alle. Hier. Denn wenn wir schon so viele Rubine haben, dürfen wir die natürlich auch nutzen. Muss mal aufpassen, dass ich nicht direkt alles zu viel ausgebe. Varonis hätte ich gern stärker, denn der ist auch ziemlich stark. Und auch vor allem Daruk. Und ja, Revali. Der kriegt nicht viel ab. Doch, Level 30 ist gut. Alles klar, ist alles schon mal auf 30 plus. Das ist sehr gut. Das ist hier eine große Fee. Dann gehen wir jetzt hier rein. Mach es bei dem Mittel mit Mifa. Ich möchte für alle nur das Beste. Oder Revali. Ja, komm, Revali. Freu dich schon mal auf meinen großartigen Auftritt. Obwohl, ich weiß nicht, er macht nicht so viel Schaden. Mal schauen, ob es ein Fehler sein wird, aber ich hoffe nicht, natürlich. So. Mach es bei dem Mittel. Dann geht's mal los. Kein Schaden. Und keine Heil-Items, oder? Doch? Ja. Oh mein Gott. Ich hasse es. Warum sind hier Bogenschützen? Ha, ich hasse sowas. Hört auf, den Bogen zu spannen. Ich bin nervös. Du, es geht auch für dich. Oh Gott, ich muss 50 Liefer Giganoviz müssen. Schande. Das Ding ist, die pehen sich auch noch. Also. Schwer für mich. Ne, war jetzt auch nicht so einer, der hier viele One-Hitten kann. Unglaublich. Das ging sehr schnell. Oh je, das kann was werden. Ich hätte, glaube ich, lieber jemand anders nehmen müssen. Denn Revali ist nicht so. Ist eigentlich stark, aber er ist nicht so stark gegen wenige. Er gegen keine. Er ist eigentlich gegen fast gar nicht stark, um ehrlich zu sein. Ich bin so ein Fan von ihm, aber okay. Also in war es nicht so. Ich muss jetzt hier unten loswerden. Oh, wait. In der Luft ist ja ziemlich stark. Das.
So. Läuft ganz gut bisher. Und sonst sind hier keine, oder? Neuer Schein. Kamera, hallo? Hä? Was ist denn jetzt gerade los? Ah, da ist doch einer. Kamera. Alles klar. Ach, hier erscheinen auch noch viel. Was? Okay. Es wird schwieriger, als ich dachte. Auf einem Trevali. Ist ja nicht dumm. Oh Gott, schon wieder schießen die einfach so. Dann denke ich jetzt kurz rein und wieder raus. Raus! Oh mein Gott, dass ich keinen nämlich getroffen habe, ist endlich schon ein Wunder. So langsam komme ich in Fahrt. Ja, ist hier ein Niger-Offizier. Seht und staunet. Ach, in der Luft bin ich gut dabei, zum Glück. Der Ulti ist immer noch ganz gut. Ich wollte erst schwach sagen. Aber geht eigentlich. Man macht gut Schaden auch mit der Attacke. Oh, Stasis, perfekt. Oh. Und geschafft. Puh. Ich dachte, es wird schwerer. Und geschafft. So, dann haben wir hier noch Prinzessella Ritt. Ach, Prinzessellas Ritter. Ja, das machen wir schnell. Das war schon 10 Level über dem empfohlenen Level. Also soll das easy gehen. Okay, das. Oh, nee. Immerhin ist das sehr cool. Ah, ich muss jemanden transportieren, das ist nicht so gut. Solche Quests sind immer nervig, denn die greifen immer alle an, die wo transportiert werden müssen. Schon ein starker lecker Ton hier. Ach komm. Bin gespannt, ob auch Zelda Erfahrung kämpfen würde. Ob er einfach nur, wie jemand es normalerweise tun würde, einfach durchrennen würde. Ja, macht sie. Folgt mir. Ja, komm. Zelda. Wenn du stehen bleibst. Tötet dich doch erst recht. Also, WTF. Und helft dann wenigstens mit, wenn du bei den Gegnern bleiben willst. Halleluja. Ganz lang. Wer bedroht dich? Da. Seht ihr, das ist doch einfach nur dumm. Zack. Und schon ist er tot. Und sie rennt weiter. Eieiei. Ich meine, ist sie relativ schnell. Jäger? Okay. Jetzt hat er einen Kampf verwickelt. Gut. Aber kämpfst du jetzt wirklich? Oder? Nee, jetzt bleibt nur stehen, oder? Ja. So. Nice. Der Weg ist frei. Ja, schön. Really, ich stehe in einer großen Metallkiste. Ich glaube, ich habe doch irgendwas. Kann ich ja mit Zelda killen? Also, ich denke mal nicht, aber...
Oh, boah. Ja. Noch ein Jägeroffizier. Es ist super. Also die Musik sagt es, es ist super Stream. Ich weiß nicht, wie super Stream klingt. Wir sind keine Nüsse. Ey, oh no. Super, ich hab dich schon vernichtet. Obwohl, doch nicht. Und links lebt der auch noch. Oh, muss ich bald wirklich hier killen. Oh, oh mein Gott. Oh Gott. Aber es ist super, super, ist ein cooler Boss. Schnell weg. Oh mein Gott. Warte, er kann mich da so kurz lähmen. Und das will ich auch nicht. Ich wollte gerade einen Fangstoß machen wie ein Skyward Sword, aber. Geht ja hier nicht, natürlich. Zelda hilft mit. Du kannst dich um den einen da kümmern. Ja gut, jetzt ist er schon tot. Oh! Ich dachte, was macht sie denn jetzt? Ich dachte, sie hilft, aber... Muss man wieder? Bis er da wieder hinrennt. Oh Gott, diese Angriffe sind so schnell von ihm. Das mag ich auch an Super. Der hat so schnell Angriffe. Und das hat Koga nicht irgendwie. Und immer wenn er auftaucht, macht er so eine Jumpscare-Attacke. So, weg. Lol. Jetzt hab ich nie von ihm gesehen, die Attacke. Oh, was hat das gemacht? Lol, was? Das war länger als sonst. Schade, hätte ich ausweichen können. Aber egal, er ist besiegt. Du bist keine Schande, Super. Du bist besser als Koga. Koga ist eher eine Schande. Weil ich muss echt sagen, Koga ist wirklich... Hat man schon im X-Part gesagt. Koga ist einfach nur ein... schlechter Boss. Ich dachte, es kommt noch ein Überrock, aber... so ein Stein. Das ist wirklich, ich hätte mal lieber Super als Dings benutzt, als Giga-Boss. Und dann Koga als vielleicht den Narr, der, keine Ahnung, den Hofnarr. Für den Giga halt einfach. Kann man eigentlich den Boomerang werfen? Das würde mich interessieren. Schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Und geschafft. Nice. Oh Leute, kommen neue Sachen. Können wir was erledigen? Nein, es gibt neue Einträge in der Galerie. Da schaue ich gerne mal kurz rein. Ne, gibt's nicht wirklich Neues, außer halt neue Lieder und so. Aber die interessiere mich nicht so. Ja, wir haben ganz gut Sachen geschafft. Ich glaube, 3 oder 4 Aufträge. Das ist ganz cool. Nächste Folge werden wir nochmal Aufträge machen und übernächst wahrscheinlich nochmal. Ja, dann werden wir aufbrechen dann irgendwann zur Feier des Mutes. Also zum nächsten Mal. Und ciao.